Kapitel 5. Die letzte Rolle. Schmeckt nach Finale jetzt. So, Herr der Ringe. Jetzt nicht mehr. I know that song. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. Wer bist du denn? And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. So, also durch irgendeine Macht sind also quasi diese Comicfiguren hier. Wie ist Kat. Alter, chill mal, Junge. Was ist mit dir? Bleib mal ruhig, Junge. Irgendwie sind die alle quasi lebendig geworden. En masse, tatsächlich. Henry? Hier. You must be hungry. What's that eat? Sorry, it's all we have. Tinte? Ah, er ist witzig. Ihn werde ich als letzten töten. Ich mag ihn. Ich habe mich so auf meine Schüssel mit Tinte gefreut. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. Mm-hmm. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I'm meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Wir sind der Auserwählte. Maybe tomorrow will be better. Ja, das waren jetzt aber auch nicht unbedingt die positivsten Nachrichten, die wir jetzt an der Wand gelesen haben, also ich... That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Oh, naja.
leave him. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. Tom. Entkomme aus dem Gefängnis, finde das Gentrohr. It's inside the vault. Let me out of here. So many questions. Don't go through the door. What door? Follow me. Spoon, Ink, I know the way. Oh Gott, was ist das? Raus, hoch. Okay. Take the spoon. Okay. Aha. Schön. Look inside. You need this. Oh, ist doch nicht dein Ernst. So. Ich komm nicht mehr raus. So. There's the way. There's the way. So, okay, alles klar. Das haben wir, das haben wir. Muss ich jetzt irgendwo durchprügeln? Sternchen. Warum sind hier leuchtende Flecken auf dem Bett? Das sind Fragen, die man vielleicht auch nicht beantwortet haben möchte, wenn man in dieser Zelle sitzt. So. Schön, dass er mir seine Axt gegeben hat, der Penner. Okay. Jetzt entsinnen wir uns noch mal ganz kurz des Weges. Also, wir rennen raus. Nach links, nach rechts, nach links. Tja, hoffen wir das Beste. Okay, so, also. Ich glaube, es ist auch sehr linear, wie wir überhaupt rennen können. Oh, okay. Hui! 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 Und wieder nach links. Hier ist nicht! Hier ist auch nicht! Hier ist nur dieser Hebel! So, was ist das jetzt hier? Ein Boot? Ich wäre bereit. Love Boat! Komm jetzt nicht weiter. Was ist denn das jetzt hier, bitte? Oh. Hier ist noch eine Message auf dem Boden. There's something in the river. Na, wunderbar. Scheiße. Okay. Aber jetzt. Oh, echt jetzt? Nö. Warum läuft's denn nicht? Na, sage mal. Was ist denn das Problem? Wollen wir nochmal am Hebel ziehen? Das ist doch Quatsch. Brauchen wir einen Schlüssel? Oh Gott. Brauchen wir einen Schlüssel? Folgt mich jetzt da in die zu den Untoten stürze. Setzt den Lastkran in Bewegung. Na fort. Was ist denn das jetzt, Alter? Was ist denn jetzt los? Okay, ich bin im Spiel. Aber Menü ist noch da. Ja, okay, alles klar. So. Ach, Knöpfchen müssen wir drücken. Folge den Tintenfluss.
Drücke und halte den Steuerhebel des Lastenkahns gedrückt. Interessant. Schön. Schöne Bootsfahrt. Wird uns jetzt hier so ein Lake Placid-Ding irgendwie? Kommt jetzt hier irgendwas aus dem Wasser? Mhm. Na, dann steuern wir das hier drüben erstmal. Also ist ja noch Lastenboot. Sounds like something's stuck in the paddle wheel. Oh. Oh. Oh no! Oh no! Was ist da los? Mach die Scheiße weg! Sind wir jetzt frei? Hä? War jetzt da wirklich was hinten im Pedalrad drin? Ich hab's jetzt nämlich nicht wirklich erkennen können. Also das ist ja übel, ey. Geht aber auch ab, die Sau mit dem. Ja, man kann schon fast Speedboat, kannst du das schon fast nennen. Und brauchst Führerschein für, ist klar. Also, Motorbootführerschein. Hm. Weil man sonst noch überhaupt ja nicht die Geschwindigkeiten so abschätzen kann, tatsächlich. Okay, er ballert jetzt einfach weiter. Es ist tatsächlich so, wenn du an einer Herausforderung anscheinend scheiterst, überspringt er die. Oder er macht es extrem einfach für dich. Fällt mir das jetzt auf? Warum nutze ich das erst jetzt? So, was ist jetzt? Schon wieder was festgefunden. So, bin ich. Sind wir wieder? Jawohl, können wir los. Zieh durch! Warum denn? Was war denn jetzt dein Problem? So, schnell weiter, los! Warum blinkt die Lampe? Die Motorleuchte leuchtet. Warum? Hau ab! Ich kann mich auch nicht umdrehen. Nein! Ah, kann mich nicht umdrehen. Geht nicht. Also scheiße, ich wäre schneller mit Schwimmen gewesen. Das ist ja wirklich, also... Ich meine, gut, wer will jetzt an die Pleke da rin springen, irgendwie, das ist ja nur keine Frage, aber... Nein, mach hinne, los! Aber das ist ja nur, das ist ja nur das Minimalste an Motorboot-Spaß hier. Das ist ja, da bist du mal im Tretboot schneller. Oh. The pressure's high. Sind auf Leckung. Oh Gott, was sind das hier? Sieht aus wie ein Waterworld hier. So, ich möchte anlegen. Ich möchte diese absolut spritzig Spaß hier Bootsequenz jetzt mal hier abschließen, bitte. Das würde ich total wirklich gut finden. Dankeschön. Das hat mir am meisten am Spiel Spaß gemacht jetzt, muss ich sagen. Das war so toll. Was? Dass ich es jetzt nicht mehr machen kann. Das finde ich schade. Erst gerade jetzt habe ich überlegt,
Ob ich einfach mal das... Oh je. Not Monsters? Ich weiß nicht. Es sieht auch so Battle Area mäßig aus. Aber kein Problem. Hier ist noch Licht. In der Kneipe. Nein, keiner ist mich drin. So, Not Monsters. Once people's not fallen into despair. Aha. Gut. Wer bist du? Wer bist du? Beraten. Oh, scheiße. Jetzt ist Lawrence himself mit einer Axt. Und er hat... Oh, und er hat eine Axt, Alter. Oh, Mann, scheiße, Alter. Hau mal ab. Lawrence, zieh mir noch einen Pinsel. Soll ich jetzt einfach durchrennen? I'm running circles. Mach ich überhaupt Schaden? Ah, scheiße. Mann, hau ihn doch! Er ist... er macht mich so wütend. Kickt euch das doch mal... Er schlägt noch nicht mal zu. Er stellt sich denn da hin? Ja, Alter. So, wahrscheinlich wird er jetzt weg sein. Würde ich mir eins vorsichtig sagen. Oder er ist da und vielleicht muss ich gar nicht gegen ihn kämpfen, sondern einfach in den Raum da, Quatsch. Also in den... Ja, nee, er ist da. Hallo. Ey, lauf mal geradeaus. Mal kicken vielleicht. Maybe. Nee, ist duster wie Arsch. Komm her! Ich hab ja nichts gesagt, Mann! Oh, komm, Tom! Da kommt Tom! Dankeschön, Tom. Hat sich trotzdem alle. Oh, that was close. You're lucky we were in the neighborhood. Wollen wir? Kann ich deine Machete haben? Die ist cooler. I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Ist witzig. Looks like we're in for a fight. Sie hat quasi. Get ready. Watch out! Here they come! Sie hat einen Engelsring, einen Heiligenschein. Oh! Scheiße, Alter, was ist denn hier denn? Warum geht's mir so schlecht? Warte mal kurz hier. So, stimmt. Oh, scheiße. Leute? So, haben wir? Was ist denn, was dauert denn hier so lange, Alter? Das sind halt für lange Sequenzen hier. So, alle niedergejagt. Haben wir? Sehr schön. Ich freue mich. Oh Gott. Oh, wer sind die denn? Die sehen so schlimm aus. Alter. Okay, die haben Power. Oh.
soll ich, ganz kurze Frage mal, wie machen die das, damit ich irgendwas schaffe in der Zwischenzeit? Oder die können doch jetzt hier nicht endlos lange Wellen schicken? Oder soll ich in der Zwischenzeit irgendwas holen? Oh, scheiße. Ey, 100% muss ich irgendwas machen in der Zwischenzeit. Oder? Chats, was sagt ihr? Also so endlos lange Wellen macht da jetzt ja keinen Sinn. Also, das ist keinen Sinn, aber es ist irgendwie... Alter, die Ohrwaffen sind so schön. Heilenschein hier? Was war denn das für eine endlos lange Welle jetzt hier, ey? Na sag mal, das ist ja schon Kokolores hier. Henry? Think you can lead the way? Henry ist so schwer. Scheiße. Henry ist so schwer. Okay. So, wir sind anscheinend in, ist das hier quasi der, wie sagt man, das Kino? Das firmeneigene Kino? Wir können es schön finden. Na, that's interesting. Okay, gut, also uns fehlen ein paar Rohrteile. Die holen wir jetzt. Ihr merkt, ihr Lieben, hier muss man viele Dinge sammeln und bringen. Das ist eigentlich die Definition von Bringenspiel. Fortschrittsbericht der Zentrale von Gencon Jewdraw Studios. Obwohl wir Fortschritte machen, ändern sich die Erwartungen der Kunden ständig. Was als eine lebensgroße figurformende Maschine begann, scheint sich näher an die Grenze zur Magie als zur Technik zu stehen. Obwohl Herr Drew davon überzeugt ist, dass es dasselbe ist. Der Prozess der Zeichentrickfilme durch die Maschine zu bedrucken, der Figuren laufen zu lassen, funktioniert gut. Wir hatten mehrere beinahe Erfolge. Seltsamerweise war die erste geschaffene Figur ein fehlgeschlagener Versuch, der eine große Ähnlichkeit mit dem Charakter Bandy aufwies. Seitdem haben keine anderen Versuche für diese Figur mehr stattgefunden. Und der stattgefunden hat, ist, weiß nicht, das ist etwas seltsam dran. Okay. Ja, alle klar. Also die haben irgendeine lustige Maschine gebaut, die alles lebendig macht. Und es ist ihnen, wie soll es auch anders sein, um die Ohren geflogen. Meine Axt ist auch wieder weg. Och, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich denke, wir sind jetzt relativ kurz vorm Ende. Würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Oh je, muss ich mir jetzt hier wieder Rohrteile ausdrucken? Ja. Nicht wahr. So, wo finden wir ein Herz? Always on time. Always on time. Die Administration geht auf. Nun dann. So, ich will kurz anmerken, ich habe keine Waffe. Nichts. Nichts. Not these guys again. I better stay out of sight. Ein kleines Memo an alle Verwaltungsbüros.
Es sind Gerüchte im Umlauf, dass wir nicht länger dulden können. Die Behauptung, dass das Unternehmen in einer finanziellen Krise steckt, ist falsch. Und eine verleumderische Lüge gegen uns. Es ist mir jedenfalls zu Ohren gekommen, dass ein paar inkompetente und in Hinterzimmern sitzende Leute meiner Führung nicht vertrauen. Als Führungskraft steuere ich immer das Boot, von Schicksal begleitet. Wenn wir die Situation als Ganzes betrachten, es gibt keinen Grund für euch Kollegen, sich über solch komplizierte Dinge in den Kopf zu zerbrechen. Macht einfach euren Job wie gehabt und vertraut eurer Führungskraft. Das bin ich. Oh, Vorsicht hier mit Menü. Nicht, dass wir hier wieder in der Twilight Zone enden. Mann, wer baut denn hier so eine Korridore, ey? Hoppala. Hierin. Achso, einfach ein bisschen verstecken. Ich denke mal, irgendwie könnte ja vielleicht was drin sein, aber das ist natürlich Quatsch. Ha! Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Na, alle wach? Oh, er ist hier noch hinter mir. Er ist genau hinter mir. Was ist das? Ah! Hm? Wer hat denn hier die Wand rausgenommen? Ach, Herrschaftszeiten. So, nee, hier wollte man nicht rein. Hier auch nicht. So, wo ist denn hier so ein Glubschi-Herz? Läuft er? Er ist schon unheimlich. Wenn man sich die Theorie mal überlegt, irgendwie, du hast eine Maschine, die Cartoon-Charaktere aus, also zum Leben erwecken kann. Ist schon heftig irgendwie. Also da sind ja auch ein paar Sachen bei, wo man denkt so, also das ist ein Charakter, den möchte ich jetzt nicht unbedingt live sehen. In Lebensgröße. Ja. Lass mich los. Ich muss los. Ja, da müssen wir hier. Oh, die kommen immer noch hier hinterher. Mal kicken, ob sie das raffen. Okay, alles klar. Oh, ich würde mir 101 Dalmatiner drucken. Ja, ich möchte mal sagen, so eine Ursula ist jetzt auch nicht so geil. Irgendwie. Oh. So, ich möchte jetzt hier so ein Herz haben. Wo finde ich so ein beknacktes Herz? Ich schweige denn 3 Stück davon. Ich muss 3 Stück davon finden. 3? Was soll denn der Quatsch? Also die werden hier hinten irgendwo natürlich bei den Brabbelköppen sein, aber das Problem ist, dass ich noch nicht mal 1 gefunden habe, was mir eigentlich eher sagt irgendwie, ey Moment, du hast hier noch irgendetwas nicht aktiviert irgendwie oder du musst halt noch irgendwas machen. Kusch mich jetzt mit euch ins Bettchen. Das klingt nach einem Plan. Oma. Ich liege auch schon im Bett. So, den haben wir aktiviert. Hier haben wir reingekickt. Und. Oh, hallo. Nichts.
Drei Rohre brauchen wir. Drei Rohre. Dann können sie jetzt ja bloß hier drin finden, ne? Irgendwie. Schon mal dran. Nee. Oh, das ist jetzt blöd. Geh weg. Verschwinde. Ah, Mist. Ich klemm fest. I'm free. Warte, kann ich auch Türen öffnen? Nee. Ah, schade. Okay, hier war noch ein Kassettenrekorder. Aber halt auch kein Herz. Warte mal, jetzt sind drei von diesen Gegnern. Dann können wir die Gegner irgendwo töten, irgendwie, dass wir die Herzen von denen bekommen. Aber wir haben uns zum Töten. So, also ich muss quasi den gleichen Weg wie er da vorne nehmen. Ich laufe ihn einfach hinterher. Okay, er biegt noch da ab. Okay, das Büro vom Chef hier anscheinend. Okay, ich weiß nicht, wie wichtig dieses Teil ist, Susie. Alice bedeutet mir auch viel. Alle meine Charaktere. Ich werde dir sogar ein kleines Geheimnis anvertrauen. Ich glaube auch, dass meine Charaktere mehr als nur Zeichnungen sind. Sie sind lebendig, sie sind ein Teil von uns. Und ich möchte, dass die Leute sie genauso gut kennenlernen wie ich. Ich möchte, dass die Leute ihre Hände schütteln können, einen Nachmittag mit ihnen verbringen können, sie lieben. Susie, ich werde ehrlich zu dir sein. Ich stelle ein kleines Projekt zusammen, eine kleine Zeremonie. Wenn es funktioniert, werden viele Träume wahr werden. Ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Ich möchte, dass du, Alice, wieder zum Leben erwächst. Was denkst du darüber? What do you say? Ich wiederhole gerne irgendwie. Ich bin jetzt selbst im Chefbüro und habe noch nicht eins von drei dieser Dinger gefunden. Ich find's seltsam. Leck mich, Alter. Leck mich, hier ist eins. Es ist quasi immer hier hinten beim Chef, oder was? Hier muss ich immer hin. Na, gute Nacht, Marie. Alter. Kommen die in meine Richtung? Also eh auf jeden Fall, ne? Ja. Hm. Oh Gott, diesen scheiß Weg da hinten fängt doch nie wieder, Alter. Dreimal hinzulaufen, Alter. Oh Mann, wieso? Und das wird wahrscheinlich, das wird jetzt wechseln. Oh. Na, los, komm. Holy moly, ey. Na, das war jetzt hier. Das ist ja eine Geburt. So, schenkt mir Rohr Nummer 1. Da haben wir's. Warum wurde denn das jetzt hier plötzlich so dunkel? Ich muss alle machen. Ich muss erstmal alle finden.
Kann ich hier nicht irgendwo zwischenspeichern? Möchte zwischenspeichern. Halt, wer weg. Ich war hier nicht irgendwo was zum Karte stempeln? Hier vorne um die Ecke, ne? Ja. Punching in. Ich hoffe, dass das tatsächlich jetzt irgendwie Checkpoint war. Fuck. Oh, du siehst so nichts. Boah, da sitzen alle drei. Klumpatsch Nummer 1. Was ist mit dem anderen Pack? Ey Leute, drückt bitte die Daumen, dass das jetzt wieder an dem Punkt ist. Ansonsten kotzig. Heulig. Verstecken, einfach verstecken. Oh. Sorry, wird jetzt anscheinend, ist jetzt hier so ein bisschen zäh, die Stelle irgendwie, aber ich hoffe, wir haben es gleich. Komm los. Okay. Oh, er ist nah. So, wenn ich jetzt hier in den Spinn steige und das Ding ist weg. Bitte lass es jetzt noch in meiner Hand sein. Bitte lass es noch da sein. Okay, wir brauchen genau ein so eins brauchen wir. Und dann brauchen wir noch einen Chromadroher. Also halt, ein Bogen. Ein Knie. You better get overtime for this. Okay Leute, ihr wisst, was die Mission ist. Ihr kennt den Weg. Die Frage ist tatsächlich, wann dieser hässliche Klumpatsch hier umdreht. Perfekt, perfekt. Wir holen es uns. Wir haben es. Und jetzt gehen wir mal einen anderen Weg zurück. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier vorne nochmal einen kurzen Kontakt haben. Aber wir können, wenn wir gut sind, können wir ihn einfach umlaufen. Ha! Holy moly! Okay, alles klar. Nice! So. Leute, ich glaube, wir haben's. Wir haben's.
speichern. Another day, another dollar. Oh. So, und ist die jetzt offen? Ja, sie ist jetzt offen. Pipes and Problems. Such das Gewölbe. Kurz mal ein bisschen. Bisschen Musik für zwischendurch. Bim, bum, 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 bum. Looks like whatever was here was taken long ago. How did you get down here? Kommt doch immer wieder vorbei. Schön. It pays to carry a rope. You should try it. Look, I know where we have to go. But it's not gonna be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. You wanna go to his lair? Are you crazy? That's death. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need three gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Huh. Oh, noch nicht. Well, that works too. Schön. Hätte ihn früher mit bei haben sollen. Good job, Tom. Okay, alles klar. Sieht schon krass aus. Und so ein bisschen was von Batman irgendwie. Also halt so die Kopfpartie, ne? Also. Sehr, sehr abstrakter Batman. Gott, das wäre. Damit. Death, alles klar. Hier geht's auf zum Tod. See any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me. Okay. And I don't even know what I'm doing here. Also die wollen quasi wieder zu Tinte werden. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. There's always a reason. Even when you can't understand it. It's time. Set us free. Betritt die Maschine. Arschbombe! They could have at least given me a weapon. Ja, stimmt. So Leute, ich glaube. Finale. Würde ich jetzt mal so tippen. Also. Fühlt sich wie Finale an. Wahrscheinlich wird der Boss jetzt mit mir jetzt hier richtig rasieren, ey. Okay. Ist das sein Thron? Ach du Scheiße, komm her auf. Gottes Willen. Okay, hey Bendy. Oh, look
Habt ein schönes großes Ende, Benny. Okay, lauter Hebel, ich weiß nicht wofür. Ich zieh sie einfach. Ich hab keine Ahnung, wofür die Hebel sind, aber ich zieh sie. Ich zieh sie. Was passiert? Lässt das hier die Tintenwesen frei oder was? Oh Gott, oh. Oh, okay. Also ausweichen ist auch nicht tatsächlich. Wenn er dich rammt, war's das. Ich sag, wo ihr lang rennt, ey. Uah, hinter mir jetzt. Oh. Wow. Du bist noch ein Hebel? Da bin ich hin. Oh, shit. Ich hab. Wir wissen nicht mal ansatzweise, was diese Hebel jetzt bewirken. Okay, der ist schon unten. Alter, wie viele rennen davon rum? Hier einfach mal hier. Oh, verstecken. So, mach da, was du willst. So, der da drüben ist auch schon aktiviert. Boah, es sind echt mehrere. Oh, hell no, ey. So, den haben wir aber schon. Tja. So, jetzt sprintet man noch immer hier vorbei. Dass ich jetzt wieder kehlen kann. Na los, komm. Dankeschön. Interessant. Ist doch nochmal an den ran, oder was? Nee, den hat tatsächlich schon gezogen. Oh, weg. Ist hier noch irgendwo ein Hebel? Wow, Alter! Oh, wow, 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 wow. Kein Hebel, kein Hebel, kein Hebel. Hebel haben wir schon. Oh Mann. Hebel haben wir schon. Oh! Okay. Okay, hier rennt er ja nicht, oder was? What? Hä? Okay, ah, alles klar. Gut, wir sollten also nur die Hebel aktivieren und quasi einen Ausgang wiederfinden. Verstehe. Gut, nächste Stage. Oh nein, Alter, ist so schnell. So, was bewirken denn das Draht, was ich jetzt hier gedreht habe? Kann man es nochmal machen? Nee, kann man nicht. Okay, er muss gegenrennen. Verstehe. Achso, er darf ja mit der Tinte nicht in Berührung kommen, ne, eigentlich. Na los, dann mach mal, mein Dicker.
so ist gut. Ist gut. So, dann schnappt ihr mal den hier. Oh, schnell ist er. Na los, komm. Komm, los, schlag zu, du willst es doch auch. Hier ist er, dass du zuhauen willst. Komm. Ah, jetzt hinter mir, jetzt hinter mir. Sehr schön. Fantastisch. Hast du gut gemacht? Komm, jetzt noch ein Rohr. Los. Los, komm, Handy. Hol's dir. Na los, komm. Scheint ihn zu schwächen. Defeated. Jawohl. Ach, wir haben nur geschlafen. Was ist das denn? Für die Mülltonne hier. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know. You have questions. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on the page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Interessant, dass sie den gleichen Bart hier haben wie Disney ihn hatte. Come visit the old workshop. There's something I need to show you. Oh, das sieht nicht so schön. Ah, verdammt. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Und das beginnt von vorne. Wow, und das war Bandy and the Ink Machine. Holy moly! Ich hab euch schon fast nicht mehr dran geglaubt. Oh Mann. Also ey, boah, Mann, ich muss mal wirklich sagen, ich hab tatsächlich, wo es angefangen hat, buggy zu werden, mit Game, halt gedacht so, ey, nein, das war's jetzt, scheiße. Wir kommen hier nicht durch. Und dann das letzte Ding jetzt tatsächlich mit diesen Herzen. Da dachte ich auch so, fuck man, das war's.
Aber wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, Post-Credit-Scene. Ist dann so krass viele Parallelen zu Disney, ne? Congratulations to your success. You're the best, pal. Henry Stein. Uncle Joey. Tja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne, lasst es uns doch. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach oben dafür das Video. Und wir würden uns natürlich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.